Ich glaube, ich habe das echt falsch platziert. Ein bisschen mehr am Rand wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Aber Moment mal. Oh, da habe ich jetzt eine Idee. Ich habe eine gute Idee. Ob die sich dann als gut herausstellt, weiß ich nicht. Aber wir haben doch hier... Na, jetzt habe ich nur Zäune mit. Dann improvisieren wir jetzt mal. Ich habe jetzt keine Lust, zum Lager zu laufen. Wir machen mal hier ein Stück weg. Aber nur ein Stück. Und hier. So. Und aus dem Stück bauen wir jetzt... Ja, hier so Holz. Genau, so. Und dann bauen wir noch ein paar Stöckchen. Und das dürfte schon genügen. So, jetzt brauche ich noch eine Werkbank. Eine genügt ja erstmal so irgendwo hin. So. Und jetzt die außen hin. Und Holz in der Mitte. Okay, jetzt habe ich eine Tür. Ich würde aber gerne... So, noch eine. Haben... nee, Moment. So. Genau. Ist jetzt eine andere Farbe, aber das macht nichts. So, die Werkbänke, oder die eine Werkbank wieder weg. So, und jetzt werden wir, weil die Tiere doch gerne diese Gatter haben, hier. Da und da. Die machen wir auf, dann können sie überall schön durchlaufen. So, und jetzt mal schauen. Es wird auch dunkel. Die müssen doch jetzt magisch angezogen werden von dem Gatter. Nö. Jetzt natürlich nicht. Oder ist ein, eine Zaunecke dann das Relevante? Okay, wir werden das ausprobieren. Schnell noch, bevor es dunkel wird. Und auch da noch. So, den Stein mache ich mal eben weg hier. Aber der steht aus gutem Grund da. Ja, hier, ein Hühnchen ist schon weg. Ein Hühnchen wurde angezogen. Na, noch eins hier. Ah, es wagt sich heran. Noch eins und zack, weg ist. Sehr gut. Ich glaube, mein Trick funktioniert. Nicht ganz so effektiv, wie erhofft, aber es scheint sich da was zu tun. Okay, ich muss jetzt mal ins Bett gehen. So, da kann ich eben den hier wegnehmen. Ich könnte mich auch einfach... Moment mal, ich könnte mich auch einfach auf die Weide teleportieren, auf der ich sowieso schon bin. Und dahin laufen. Ich übernachte jetzt ja. Ich will jetzt eben noch nicht weg. Ich will das noch ein bisschen beobachten. So. Aber bei Tag und nicht bei Nacht. So. Wieder nach unten und... Ab die Post. Schauen wir mal, was sich da getan hat. Vielleicht kann ich jetzt von hier aus reinspringen. Ja, habe ich geschafft. Kann er das Stückchen Zaun hier wegmachen. Ich kann aber auch gleich mal hier den Zaun ein bisschen kleiner machen gleich. Denn, wie man sieht, ist hier ja nichts mehr. So. Ein paar Schafe. Ja, ein paar Schafe auch. Ein paar Hühner noch. So, wie sieht's aus hier? Da drängelt sich noch sehr viel, aber. Ja, es ist noch nicht so gut angenommen. Was wollte ich eigentlich noch machen? Ein bisschen hier unten noch fertig machen, dann in der U-Bahn. Und eventuell noch ausschachten. Ja, das habe ich auch gemacht und sogar noch ein bisschen mehr. Ach ja, ich weiß wieder. Ja, okay. Aber jetzt machen wir erstmal hier noch weiter ein bisschen auf der Weide. Komme ich jetzt hier irgendwie raus? Hier vielleicht da so... Moment mal. Nö, dann muss ich das eben so machen. So. Dann kann ich nämlich hier den Zaun hier außen schon mal wieder wegmachen. So, und dann werden wir den Zaun nach innen hin so nach und nach
auch noch verjüngen und verkleinern eben. Ja gut, Zaun habe ich ja da. Aber habe ich jetzt... Nee, ich habe da nichts... Okay, dann müssen wir eben die Tierchen da ein bisschen hinlocken. Also das eine oder andere ist ja schon... Aber ich kann ja aber auch selbst mal dahin und mir das mal anschauen, wie viele denn schon da sind. Na, zu kurz gesprungen. Beziehungsweise in die falsche Richtung. Naja gut, schauen wir mal. Ich mach's euch mal vor. Zack. Seht ihr? Ganz einfach. Oh, hey, guck mal hier. Da ist ja schon richtig viel hier. Ja, das ist doch gut hier. Schön. Ja, die verteilen sich dann schon noch alle noch ein bisschen. Das Problem ist nur, wie komme ich jetzt da hin? Nee. Ah doch, ich kann aber zum Beispiel hier was hinmachen und hier. Und von hier aus dann drauf springen. Das könnte schon genügen. Geh mal weg, Kuh. Ich brauche Anlauf hier. Platz für Anlauf. Ja, kannst du auch in die andere Richtung. Und die kleine Kuh auch weg, so. Ja, genau. Hat geklappt. So, da bin ich. Ja, okay. Gut. Hat also schon was gebracht. Da ist schon viel durch. Soll aber noch mehr werden. Gut, aber hier haben wir wieder so ein großes, freies Stück hier. Das mit den Bäumen hier, das ist ganz gut. Hier, Huhn, du kommst da auch mal weg hier. So, noch ein Stück hier. So, genau, zack. So. Was haben wir jetzt hier hinten? Da, Schaf, geh mal weg hier. Dann kann ich gleich mal vier von dem Baum aus hier. So, dazu. Nee, 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 Schaf, du sollst da... Oh, du sollst da weggehen. Ja gut, ich muss die eben wieder weglocken. Ich will das jetzt verkleinern. Ich wollte mich ja, na, wie ich schon sagte, noch hier ein bisschen aufhalten. Und ein bisschen mich bemühen. Ja, das hat geklappt. Dass da die Tierchen alle wegkommen. Und deswegen werden wir die jetzt mal ein bisschen austricksen und da ein bisschen weglocken. So. So, zack, rüber da. So, was mögen die Schafe? Die mögen doch hier das da. Genau, ihr auch hier. So, ja, du da hinten ebenso. Kommt mal alles schön mit hier. Ja, wunderbar. Erstmal hier. Moment. Bisschen, ja, ihr könnt auch gleich hier. So, ah, guck mal hier, wie sie in Massen da reingehen. Ja, sehr gut. Ja, zack, 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 alle weg hier. Sehr gut. So ist das schön. Ich glaube, dann kann ich das mir das mit dem Zaun sparen hier. Guck mal hier, alle mit. Hier und du auch hier. Oder hier, ihr Kühe da. Ja, guck mal, das ist schön hier, ja. Zack, 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 zack. Ja, wie sie alle verschwinden hier. Ja, ach, guck mal hier. Ach, wunderbar. Wie leer es hier auf einmal schon geworden ist. Hier, guck mal hier, da hinten. So, wo haben wir? Hier, da. So, hier. Ja, wie sie alle da reinlaufen. Ah, sehr schön. So, und zack, weg sind sie. Viele Schafe, viele Kühe weg. Dann nehmen wir doch jetzt mal das dafür. Schweinchen hier. So. Jetzt ist da nur eins da. Dann Hühner. So, hier, alle Hühner hier, zu mir hier. Ne, ich will da nicht rein. Wieder Rattenfänger von Hameln. Zack, hier, alle weg. So, du auch, ja, wunderbar, sehr schön. Dann hatten wir da hinten noch ein paar Schweinchen. Ich glaube, ich kann die einfach so in Massen dahin locken. Ich brauche das mit dem Zaun nicht zu machen. Also die Idee war ja, dass ich dann weggehe und die so nach und nach von alleine da reinlaufen.
Aber, wie man sieht, geht das ja auch so ganz gut. Ja, das sieht man jetzt hier nicht. Nur auf der Minikarte. So, was ist mit euch hier? Wollt ihr auch noch? Noch ein Schweinchen. So, und dann noch ein paar Hühner. Dann ist hier aber mal Ruhe hier. Nee, nee, ich will da nicht rein. So, und du da hinten? Willst du auch noch? Nö, ich glaube nicht. Okay, ja, ach, wunderbar, alle weg. So gut wie. Dann würde ich sagen, bauen wir das Ding hier mal ab. So, und da die Erde rein. Zack. Und der Zaun kommt auch wieder weg. Eigentlich sollten die sich ja nicht von alleine vermehren hier. Oder? Weiß nicht. Ja doch, vielleicht schon. Da müssen wir so eine Aktion eben öfter mal machen. Jetzt will ich gerne nochmal die Dings hier, den Teleporter woanders hinsetzen. Aber den kann ich ja gleich mal so woanders hinsetzen. Jetzt hier gerade nicht. Wo haben wir denn... Achso, das sehe ich ja hier nicht. Wo haben wir denn sonst so viele... Wahrscheinlich da vorne, irgendwo in der Ecke. Ach so, ich muss aber die Schafe erst wieder weiß färben. Ja, genau das war ja das. Nein, also wenn die in die Natur entlassen werden, dann sollen die schon... Also dann sollen sie nicht bunt sein, ja? Schwarz, braun, grau, weiß, das geht. Aber ansonsten... will ich das lieber nicht. Ja, gut, dann müssen wir das doch mit dem Zaun machen. Ja, gut, dann machen wir das eben mit dem Zaun. Wir werden hier einen Zaun bauen. Ja, da zwischen den Bäumen hier. So. Da noch was drauf. Wohin willst du jetzt? Raus in die Freiheit oder doch nicht? So, da war noch eine Lücke. Jetzt, dann bleibst du eben hier. Aber das Hühnchen wollte rein, na gut. Und so. Okay, das wäre schon mal abgesperrt. Das Wasser lasse ich jetzt mal. Und dann machen wir... hier dicht. Und es wird schon wieder dunkel. Ja, ich kann ja gleich ins Bett gehen. So, jetzt hier. Blau. Vielleicht soll ich sofort ins Bett gehen, weil es ja schon dunkelt und ich sehe nicht mehr so viel. Ja, braun kann bleiben. Das sieht mir weiß aus. Da ist noch ein rotes. Das ist ja wohl nicht zu übersehen. Hier das Blaue. Ja, okay. Dann auf ins Bett. Schnell mal da um die Ecke rum. Also ich weiß nicht, ob sich die Tiere da doch von alleine vermehren. Ich habe fast das Gefühl, dann sind echt ziemlich viele. Naja gut, ich sorge ja dafür, dass wieder welche wegkommen. Wir entlassen sie in die Freiheit. Jetzt erst noch mal schauen, ob wir noch ein paar umfärben müssen. Da vorne sehe ich zum Beispiel schon ein blaues. Ach nee. Ich brauche schon das Richtige zum Färben. Da war noch ein grünes. Okay, braun kann bleiben, grau oder schwarz oder was es ist, kann auch bleiben. Ja, okay. Aber scheren will ich die jetzt nicht. Da ist noch ein oranges. Gut, dann setze ich mal da hinten den Dings hin. Ja, der Einfachheit halber hier hin. Loch buddeln und rein da. Ne, Moment, das war verkehrt.
So. Ja, genau. Und schon funktioniert's. Ich mache jetzt erstmal hier mit damit, mit dem Weizen. So. Na los, rein mit euch. In Massen, in Scharen. Ja, ihr habt jetzt Pech gehabt, ihr, ihr da draußen. So. Ja, ist schön. Das ist, Moment, nein, hier das da. Wie die alle weggehen hier. Na los, rein hier mit euch. Die andere Weite, da wird es überlaufen. Naja, aber die ist groß und da ist nichts eingegrenzt. Na, da können die alle sich schön verlaufen. So, erstmal ein paar Hühner noch. Ja, guck mal hier, wie viele das da sind.